Hey Leute, ich bin André und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, später bei den Game Awards wird ein neuer DLC-Kämpfer announced und bei den letzten Game Awards wurde ja einer meiner Lieblingscharaktere, Joker, aus Persona 5 als Charakter revealed und ihr habt den Titel richtig gelesen, ich denke, es ist Gino. Denn hier seht ihr das Thumbnail von dem neuen Smash Brothers Event Beware of the Mushrooms. Das Event handelt halt hauptsächlich von Pilzen, Beware of the Mushrooms. Da sieht man auch einen Enderman mit den guten Earthbound Shroom auf dem Kopf. Wieso ich denke, dass es Gino ist? Erstmal, Gino ist ein Fan-Favorite und die Community hat sich Gino schon saulange gewünscht. Als Charakter in Smash. Ich finde Gino auch cool. Ich habe Super Mario RPG für den SNES selber durchgespielt. Es ist ein saugutes Spiel. Spielt es selber mal. Aber ja, das Theme, was ihr jetzt gerade auch hört, Ginos Theme aus Mario RPG, Beware of the Forest Mushrooms. Und Beware of the Mushrooms, Smash Event und Beware of the Forest Mushrooms, da ist garantiert eine Connection hinter. Finde ich. Und da Gino ja auch ein Fan-Favorite ist, denke ich auch, dass er mit reinkommt. Leider ist er schon ein hier Mii-Kostüm. Das ist aber egal, denn auch einige Spirits sind hier auch Smash-Charaktere. Wie gesagt, ich hoffe, es ist Ginos. Ich hoffe, es ist Gino. Ich fänd's cool. Joker fand ich ja auch schon cool. Und es ist auch saulange her, seitdem der announced wurde und auch im Smash drin ist. Ich habe selber die Amiibo. Persona 5, immer noch auf meinem Kanal. Habe ich auch schon fast selber durchgespielt. Und Joker ist sogar mein Main in Smash. Ich hoffe wirklich, es ist Gino. Wenn nicht, auch egal. War Luigi in Smash? Um ehrlich zu sein, glaube ich wenig, dass es ist. War Luigi, glaube ich nicht, dass er in Smash reinkommt. An alle Smash-Fans, sorry, da muss ich euch aber enttäuschen. Ich glaube nicht, dass War Luigi in Smash mit reinkommt. Und um ehrlich zu sein, ich hoffe es auch nicht, dass er mit reinkommt. Denn er ist bereits eine Assist-Trophy, aber macht ja nichts. Und dann, danke fürs Zugucken. Das war meine Theory. Und um Mitternacht werden wir das sehen. Ich freue mich drauf, denn der Joker-Reveal war auch schon echt krass. Ich hoffe, Gino ist es. Bis dann, bleibt gesund. Und wir sehen uns, wenn die Infos rauskommen. Ciao.